Nils Petersen, die Sommerpause ist vorüber. Ihr habt euch wieder heute auf dem Trainingsplatz eingefunden. Wie ist die Stimmung und das persönliche Befinden? Ja, Stimmung ist natürlich gut. Wir haben jetzt auch eine erfolgreiche Saison hinter uns gebracht und da freut man sich umso mehr, wenn man es dann wieder sieht als Mannschaft. Wir haben sehr, sehr sympathische Neuzugänge dazu bekommen, junge Spieler. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn es dann wieder losgeht. Und auch wenn das Training natürlich immer nicht sehr Zuckerschlecken ist, aber das ist dann wie in der Schule, wenn man 6 Wochen Ferien hat. Und freut man sich mehr aufs Wiedersehen mit den Leuten als dann auf den Unterricht. Und für uns ist dann halt das Training. Aber nichtsdestotrotz kitzeln ja die Füße irgendwann nach 6 Wochen. Das heißt, das ist jetzt die härteste Phase im Trainingsbetrieb während der ganzen Saison? Ja, gehe ich von aus. Also jetzt werden natürlich die Grundlagen gelegt. Wir haben natürlich einen ordentlichen Trainingsplan auch für den Sommerurlaub bekommen, den wir abgearbeitet haben. Und jetzt geht es dann ans Eingemachte. Jetzt wollen wir natürlich uns die Power holen für eine lange Bundesliga-Saison, wo es natürlich hart auf hart kommt und jeder Prozent entscheidend ist. Und da will man natürlich mal mehr machen als die anderen und dementsprechend muss man auch viel machen. Vielleicht noch ein Wort zum Spielplan? Ja, also ich kann da absolut mit leben. Ja, natürlich hat man immer gerne ein Heimspiel zum Anfang oder zum Beginn, aber ich glaube, in Berlin ist trotzdem im Olympiastadion gleich das erste Spiel. Da sieht man wieder, dass man zurück ist in der Bundesliga. Deutlicher kann es da nicht werden. Und dann hat man mit Gladbach zu Hause auch eine Mannschaft, die sich jetzt in den Jahren schwer getan hat hier, aber die natürlich enorme Qualität besitzt. Bayern zum Schluss. Kann positiv und negativ sein, das weiß man jetzt noch lange nicht. Und am Ende hast du ja eh sowieso irgendwann. Und kann ich absolut mit leben mit dem Spielplan und Pokalauslösung auch. Aber es sieht so aus, als ob ihr bei der Meisterfeier dabei seid. Bei welcher Meisterfeier? Achso, ja, in München, ja. Am 34. Spieltag. Ja. Wer weiß. Nein, ich sage, es kann natürlich nicht so gut sein, ja, wenn es für uns noch viel geht. Aber wenn man natürlich durch ist, dann kann es natürlich eine schöne Auswärtsreise sein. Aber Stand heute ist natürlich immer so, dass du natürlich im Spielplan guckst, wann du gegen Bayern spielst. Und am liebsten willst du gar nicht, aber du musst ja irgendwann.